Also Katrin, erzähl mal, wie hart war es heute, den Sieg rauszufahren? Ja, sehr hart. Es war sehr ein kurzes Rennen, das verzeiht dir eigentlich nichts. Da musst du wirklich um jede Kurve und überall immer Vollgas gehen. Und, ich habe in der ersten Runde die Kurve ein bisschen unterschätzt, einen Fahrfehler gemacht. Und dann war Zara Kobo weg. Und dann musste ich recht kämpfen, dass ich hier wieder her möchte. Und danach, wie war der weitere Rennverlauf? Also ich bin immer so ein bisschen auf Sichtkontakt hinten rein gefahren, Sara. Und habe aber gemerkt, dass ich in gewissen Passagen mit dem vollgefederten Velo ein bisschen Vorteil habe und ein bisschen Zeit gut gemacht habe. Aber entscheidend war eine kurze Steigung, eine schwierige, wo sie absteigen und laufen musste. Und ich bin noch gerade hochgekommen, konnte ich wieder aufholen auf sie. Und dann sind wir zusammen noch ein bisschen flach vorgefahren und dann in der letzten Gegensteigung hatte ich einfach noch ein bisschen mehr Kraft gehabt und über die Wiese wieder ein bisschen den Vorteil vom Fuli. Und dann hat es noch gar gelangt, aber es war knapp gewesen. Also ich bin sehr zufrieden mit der Saison. Es ist bis jetzt meine beste Saison, würde ich sagen. Ich bin im Weltcup regelmäßig Top 10 gefahren. Hat die Europameisterschaft können gewinnen sogar. Und an der WM im Team Relay sind wir Weltmeister geworden. Und da durfte ich auch mitfahren. Also ich denke, sehr erfolgreich gewesen. Das ist natürlich ein regionales Rennen, hat einen kleineren Stellenwert. Aber ich genieße es auch, in der Region zu fahren. Keine langen Anreisewege hat und gleich super Rennen, gut organisiert und tolle Stimmung, tolle Leute. Und dann komme ich gerne und auch um Veranstalter zu lieben. Die sind sicher auch froh, wenn sie ein tolles, konkurrenzfähiges Feld haben.